Hallo und willkommen bei Schlesien Journal. Heute in der Sendung machen wir uns auf eine unterirdische Reise. Wir besuchen nämlich das Goldbergwerk in Reichenstein. Doch zuerst zu den Infos. Die Bewohner der Gemeinde Malapane haben entschieden, ob sie für oder gegen die Einführung von zweisprachigen Ortsschildern sind. Bei dem Zensus von 2002 haben in der Gemeinde Malapane weniger als 20% der Bewohner die deutsche Nationalität angegeben. Und somit dürfen die zweisprachigen Ortsschilder nur mit der Zustimmung der Bewohner aufgestellt werden. Solch eine Bürgerbefragung fand schon einmal statt, wurde aber wegen formeller Fehler annulliert. Der Gemeinderat entschloss in diesem Jahr erneut, die Meinung der Bewohner einzuholen. Am 27. Juni fanden die letzten Konsultationen in Malapane statt. Nun wird der Gemeinderat entscheiden, ob und wo die Schilder aufgestellt werden. Pilgern ist auch bei den Mitgliedern der deutschen Minderheit Tradition. Zuerst war es die Minderheitenwallfahrt auf den St. Annaberg. Jährlich pilgern die Schlesier auch nach Warta, einen der berühmtesten Marienwallfahrtsorte Schlesiens. Dieses Jahr am 10. Juli. Am 14. August pilgern die deutschen Wallfahrer nach Albendorf. Anschließend geht es am 17. September nach Mariahilf bei Zugmantel, den bekanntesten Wallfahrtsort Tschechiens. Der Verband der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaften organisiert Busfahrten. Anmelden kann man sich unter 77 453 8507. Für Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren aus den Wojewodschaften Oppeln und Schlesien hat das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit einen Fotowettbewerb im Angebot. Zum Thema Europa in Oberschlesien sollen 3 Fotos zugeschickt werden, die zeigen, wie sich das Leben der Bewohner der Region nach dem EU-Beitritt verändert hat. Die mit einem Kommentar beschrifteten Fotos sollen bis Ende Oktober zugeschickt werden. Die besten Arbeiten werden im Kalender des Hauses der deutsch-polnischen Zusammenarbeit für das Jahr 2012 publiziert. Außerdem warten verlockende Preise auf die Gewinner. Nähere Informationen gibt es auf www.haus.pl. Das niederschlesische Reichenstein hat eine 700-jährige Bergbautradition. In den Bergen, die das Städtchen umgeben, befinden sich etwa 300 Kilometer Stollen, Schächte und Gänge. Bis in die 60er Jahre wurde hier nach Gold gegraben. Gehen Sie mit uns auf eine unterirdische Reise in die Blütezeit des Goldbergwerkes in Reichenstein. Reichenstein, ein schlesisches Städtchen am Fuße des Glatzer Berglandes, an der Grenze mit Tschechien. Erste Spuren der Bergwerkarbeiten stammen hier aus dem vorherigen Jahrtausend. Im 16. Jahrhundert blühte das von den Deutschen Reichenstein genannte Städtchen auf. Heute erinnern bewachsene Schachteingänge an einen einzigartigen Reichtum, eine interessante Vergangenheit. Ella Schumska hat im Goldbergwerk vor Jahren als Grubenführerin gearbeitet. Heute ist sie Besitzerin der Grube und gibt Touristen einen Einblick in einen Teil dieser Vergangenheit. Zastanawialiśmy się często, jak to się zaczęło? Skąd ludzie wiedzieli, że tutaj w tych ciemnych, czarnych skałach jest złoto? I legenda właśnie mówi, że złoto zostało znalezione w strumyczku, po prostu. Złoto zostało wypłukane z wnętrza ziemi i wylądowało w strumyczku. Jedna z osób, to musiał być mężczyzna, tak myślę, wpadł na genialny pomysł. Położył na dnie skóry, na dnie strumyka skórę baranią, taki kożuch. Zostawił na cały dzień, poszedł sobie do domu, a wszyscy ciężko pracowali, tam talerzami machali i odzyskiwali złoto. A ta skóra sobie leżała. Na koniec dnia ta leniwa osoba przyszła, wyciągnęła skórę baranią i zaczęła wyciągać z tej skóry drobinki złota. Złoto jest ciężkie. Jak się raz wplątało w to włosie, to po prostu woda już tego nie wypłukała. Ende des 16. Jahrhunderts kamen die Fugger, eine reiche Augsburger Familie, nach Reichenstein. Sie kaufte große Teile des Bergwerkes.
Familie Vogel hat genau 6,5 Tonnen Gold gefunden. Das war 16. Jahrhundert, das war goldene Zeit für diese Grube, für diese Stadt. Gold in Sortestock haben wir bis heute. Also meine Oma und meine Uroma sagt, das ist genau 20, 25 Tonnen. Die Goldgruben in Reichenstein brachten 8% der gesamten Goldproduktion in Europa ein. Doch die Arbeitsverhältnisse unter Tage waren schwer und primitiv. Es kam zu schweren Unfällen. Eines der schwersten Unglücke war der Einsturz des 72 Meter tiefen Hauptschachtes im Bergwerk Goldener Esel. Damals starben 59 Bergleute. Die Toten konnten nie geborgen werden, bis vor kurzem. Udało nam się dotrzeć do miejsca katastrofy. Udało nam się dotrzeć do ofiar tej katastrofy, do znaleźliśmy pierwsze kości tych górników, narzędzia tych górników. Daliśmy kości do analizy w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Okazało się, że jest to właśnie kość krzyżowa młodego człowieka, młodego mężczyzny, 21-letniego. I co ciekawe, ta kość przesiąknięta była arsenem. Nach der Katastrophe zogen sich die Fugger aus ihrem Unternehmen zurück. Doch Arsenerz machte Reichenstein wieder berühmt. Der Apotheker und Alchemist Hans Scharfenberg hat sich hier niedergelassen und es entdeckt. On dostał zlecenie od samego cesarza Leopolda, odkrycie eliksiru na długowieczność. I faktycznie ten człowiek wierzył w to, że ten eliksir uda mu się odzyskać. Skompilował różnego rodzaju minerały i na głównym jego takim koncentratem była ruda arsenowa tutaj z naszej kopalni. Prowadząc eksperymenty na tej rudzie arsenowej, zupełnie przypadkowo odzyskał tajemniczy biały proszek i w sumie Scharfenberg był przekonany, że to jest ten eliksir na długowieczność. Bis heute ist im Trinkwasser in Reichenstein Arsen. Als in den 60er Jahren das Bergwerk stillgelegt wurde, suchten die Bergleute in anderen Städten nach Arbeit. Doch es dauerte nicht lange, bis einige von ihnen starben. Die Ärzte wussten nicht wieso. Der Grund, sie waren vom Arsen abhängig. Niemcy, kiedy z tych terenów właśnie byli przesiedlani na tereny zachodnie, Niemcy brali ze sobą, bo to były takie nakazy, że mogli tylko wziąć bagaż o wadze 20 kg. W związku z tym często brali w butlach, w beczkach wodę. I nikt z Polaków nie mógł zrozumieć, po co im wodę? Przez pustynię będą, nie rozumiał nikt tego. Niemcy już wiedzieli, więcej wiedzieli o uzależnieniu. Wiedzieli, że muszą pomaleńku po prostu od tej wody się odzwyczajać. Die Erben Scharfenbergs waren keine guten Unternehmer. Schnell wurden die Erzvorräte aufgebraucht, das Bergwerk stillgelegt. Der Goldabbau in Reichenstein lebte nach den Schlesischen Kriegen wieder auf. Ab 1848 wurde eine neue Methode zur Goldgewinnung angewendet, die den Abbau und den Verarbeitungsprozess deutlich preiswerter machte. Wilhelm Güttler führte diese Methode ein. Sie basierte auf der Anwendung von Chlor. Bis 1945 verblieb Familie Güttler im Besitz des Goldbergwerkes in Reichenstein. Było widać w tych osobach ludzi, gospodarzy, którzy wiedzieli, co zrobić i jak rozwijać tę kopalnię. To oni wprowadzili tutaj w Złotymstoku kolej, połączenie, czyli jakby otwarcie drogi ze małego Złotegostoku na całą Europę, bo do Kamieńca i z Kamieńca Ząbkowickiego wtedy był przejazd w różne inne miejsce, na całą Europę nawet. Więc rozwijali, tu wprowadzali przemysł. To jest niesamowita jakby historia rodziny, która uratowała Złotystok, znowu podniosła do wysokiej rangi miasta górniczego. Taucher kommen heute oft hierher und gelangen in über 20 Meter Tiefe zu den Gängen der alten Goldgrube. Sie suchen nach einem Schatz der Geschichte. Die Deutschen hätten vor ihrem Abzug nach dem Krieg einen Teil der Grube gesprengt, um den Gang zu ihrem Goldschatz zu verbergen. W naszej głowie jest to, że być może za tym zawałem kryje się bursztynowa komunata albo złoto Wrocławia i sama świadomość, że może tam coś jest. Nieważne jest, żeby tam coś znaleźć. Ważna jest ta cała przygoda, kiedy się szuka. Cała zabawa jest w tym, żeby gonić to szczęście, tą zagadkę rozwiązać. Im Goldbergwerk in Reichenstein gibt es noch vieles zu entdecken. Ob Skelette verschütteter, nie geborgener Opfer von Bergbaukatastrophen, von den Nazis eingerichtete geheime Lagerstätten oder die Häuser der Unternehmer Fugger und Güttler.
Die Erde um Reichenstein verbirgt noch viel Gold. Doch momentan sind die Touristen das Gold des alten Bergwerkes. Und das ist schon alles für heute bei Schlesien Journal. Auf Wiedersehen!